Hey du! Hallo! Hier ist euer Xalbottchen! Aha! Wir spielen wieder Astronier und ich bringe mal die Materialien, die wir auf Silver unten in der Höhle mit dem Autoextraktoren, mit unseren ersten Autoextraktoren geschürft haben, sage ich mal, bringen wir jetzt mal hoch. Das Ganze ist also Glas und unverarbeitetes Aluminium. So, das ist mein großer Rover. Aber hier momentan reicht noch der kleine Traptor. So, dann würde ich hier gleich noch die Schmelze anschmeißen. Dann kann die Schmelze hier brezeln. Achso, die ist an. Ich muss nur dem sagen, du sollst alles rausräumen. Schmelze an. Und dann haben wir noch ein Packen Glas. Das haben wir jetzt alles aus dem Keller geholt. Das ist gut. So. So, und Container Glas. Passt. Okay, dann schauen wir mal, was wir alles mitgebracht haben von unserer schönen Reise. Hier haben wir Wolfram. Das ist Wolframit, das ist Wolfram. Das heißt, wir müssen das auch erst noch schmelzen. So, das Wolfram packen wir mal hier hin. So. Das Wolframit geht zur Schmelze. Sobald ich alles komplett umgebaut habe, wird das alles automatisch funktionieren. Dann brauche ich noch einen leeren Kanister. Wo ist er? Da ist ein leerer Kanister. Uup. Turn around. Abgabe deaktivieren. So. Das muss geschmolzen werden, das muss geschmolzen werden, das muss geschmolzen werden. Da ist er jetzt im Moment mit beschäftigt. Den lassen wir jetzt mal eben ackern. So, dann haben wir Exo-Chips mitgebracht. Einen kompletten. Kann ich dich in der Hand nehmen? Ja. Alter, ist das schwer. Oh, so viele Chips. Halleluja. So, gar nicht wohin mit dem ganzen Kram. Können wir ein bisschen eskalieren. Machen wir einfach so. Exo-Chips. Ich sage mir mal jede Menge Exo-Chips. Gut, dann haben wir mitgebracht noch mehr Exo-Chips. Und noch ein paar Kanister. Dann habe ich mitgebracht diese Figuren für das Schachbrett. Plus Bild. Machen wir nicht fertig. Gut, du kommst wieder daran. Ich habe hier noch einen Autoarm. Habe ich hier noch ein Gemisch mitgebracht? Habe ich noch mitgebracht? Gummi. So, Gemisch.
Gummi kommt erstmal hier hin. So, dann Exo-Chips. Exo-Chips. Wir haben jede Menge Exo-Chips. Die werden wir auch brauchen. Ganz ehrlich. So, das heißt, du kommst wieder hier ran. Dann Autoarm. Nee, nicht auf meinen Rücken. Nein, was machst du denn? Dahin. Gut. Die Dinger. Gut, also. Ich will mir noch eine Farm anlegen, deswegen bringe ich jetzt ab und zu schon mal Samen mit. Denn was wir schon hier haben, müssen wir später nicht suchen. Hier ist noch ein Solarmodul. So, das ist für Schachbrett. Dann Wind. Hier ist noch so ein Modul. Nein. Wie er sich auch immer wehrt, ne? So nah. Wind. Wind. Gut, das ist die Stromversorgung. Gedanke dabei? Transportabel. Kann ich jederzeit hier raufklemmen. Also, der kommt. Daran. Der kommt hier rauf. Boom. Strom. Und wenn wir abreisen, packen wir das Ding einfach in die Rakete und gut ist. Alright. Dann fahren wir dich mal wieder beiseite, damit du nicht im Weg stehst. Haben wir weg damit. So, dann brauchen wir Stickstoff. Wenn man Wasserstoff im Ganzen entgeht.
Stickstoff. Geländeanalyse. Das sieht schon mal alles ganz gut aus. Den brauche ich. Wie viele brauche ich eigentlich? Ein oder zwei? Zwei Wasser, zwei Stickstoff. Okay. Zwei Wasser, zwei Stickstoff. Gut. Machen wir jetzt mal das Wasserstoff. Dann brauchen wir... Graphit habe ich. Zwei Wolfram, ein Titan. Zwei Wolfram. Eins, zwei. Ein Titan. Titan, Titan, Titan. Ein Titan. Ein Titan, zwei Wolfram, Graphit haben wir schon abgegeben. Zwei Wasser, zwei Stickstoff. Da fehlt mir jetzt noch der gelbe. So, gleich fertig. Rucksack voll. Okay. So. Bleib einfach kurz hier. So, du bist fleißig am Machen. 32 Aluminium. Nee, du wolltest das nicht einpacken. So, so. Okay, haben wir. Aluminium. 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 Gut, haben wir. So, jetzt gib mir mal den noch. Danke. Haben wir.
Klappt das jetzt? Ja, das scheint ja zu funktionieren. Ja, erst das eine machen, dann das andere. Gut, wir haben alles, was wir brauchen für Vesania zum Abgeben. Gut. Dann wollte ich gucken für Titan. Wir haben jetzt das Wolfram. Wolfram auf dem Kamin. Was wollte ich denn jetzt nochmal herstellen? Was war denn das? Wolfram Carbid, Autoextraktor, genau. Dafür brauchte ich Wolfram Carbid. Wolfram Carbid. Wollte ich erst noch einen Chemie-Dingens bauen. Das war hier und dafür brauchte ich noch einen Wolfram, was wir nicht hatten. Gut. So war es gewesen. Wolfram. Dann ein Glas, ein Keramik. Ein Glas, ein Keramik. Und damit kommen wir das Chemielabor. Gut. Gut, 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 gut. Feine Sache. Wir müssen nämlich noch Zink müssen wir noch automatisieren. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch Zink und Lithium müssen wir auch noch automatisieren. Das sieht schon recht gut aus. Bin da echt angetan schon von. Gut, das Durchbraten da hinten, das dauert noch einen Moment. Hier kommt das Chemielabor an den Start. Was war für Wolfram Carbid? Ja, wir gucken gleich noch. Wir sehen es ja gleich. So, rauf da. F. F gedrückt. Wolfram Carbid, da ist es. Kohlenstoff. Kohlenstoff. Wir brauchen erstmal nur ein. Ein für den Autoextraktor. So. Das läuft. Und dann brauchen wir noch. Von Kabel. Ein Gummi. Was mache ich denn hier? Dreh hin. F. Nein, jetzt F drücken. Ein Gummi. So. Ein Stahl, ein Chip. Ein Chip. Ein Stahl. Zack. Autoextraktor. Ein Autoextraktor. Räumen wir beiseite. Gut.
Wieso tut sich da oben nichts? Was ist los? Kein Strom oder was? Kein Strom. Ich könnte hier einen Verbinder ranbauen, tatsächlich. Dann hat das Ding halt ständig Strom und nicht, wenn nur wenn ein bisschen Wind ist. Ist eigentlich eine gute Idee. Das werden wir gleich mal tun. Verbinder. Kommen wir denn. Jetzt habe ich den ausgepackt. So, ein bisschen voreilig. Ich keinen Platz auf dem Rücken habe. Nicht das Kabel. Nicht die Mama. So. So, der Autoextraktor ist auch gleich fertig. Nicht zeigen, sondern nehmen. Bis da. Ja, das war zu weit. Bis da. Jawohl. Ja. Passt. So, von hier nach. Nein. Von hier nach da. Von hier nach da. Sehr gut. So, jetzt hat das Ding dauerhaft Strom. Das heißt, das kann hier wieder runter. Wieder hier ran. Dann habe ich hier noch zwei ATVs. Strömlinge. Jede Menge Strömlinge. So, noch mehr Strom. Gut, das sieht schon ganz nett aus. Dann machen wir dich noch da. Dich noch da, ich noch da. Alright. Yeah. Autoextraktor für Zink. Ich war unten, ich habe nirgendwo Zink gesehen hier, ne? Aber wir müssen hier irgendwo Zink finden. Wir müssen hier Zink finden. So, Autoarm. Brauche ich noch ein Aluminium? Aluminium. Autoarm. Da, 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 da.
So, Autoarm, Kanister. Dann brauche ich doch wieder ein Windrad. Dann der Autoarm kann schon mal auf. Dann brauche ich einen Schmelzer für den Zink. Eine Zinkschmelzer. Zwei Harz, ein Gemisch. Ein Schmelzer. Ist das da runtergefallen? Hopp, und dahin und das dahin passt. So, da ist die Schmelzer. So, und das muss jetzt in den Keller und da müssen wir aber Zink finden. So, das wird ein bisschen müßig, würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. Ich suche mal Zink in der Höhle, irgendwo wird schon was sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, ich bedanke mich und... Gerne ein Däumchen da lassen, ihr wisst Bescheid. Na? Also, bis gleich, euer Zaubertier. Jo, cool.